von der Minimap als Boss, als Gegner erkannt. Und die Minimap zeigt dir auch immer nur Gegner, die maximal 5 Blöcke unter dir sind. Oh, Mama-Musik. Ich werde mich erstmal hier nach unten, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist jetzt, aber. Was habe ich denn alles da? Ah, ich komme dem Ziel näher. Warum habe ich immer noch Iron Ingots in der Tasche? Warum habe ich den nicht abgelegt? Ah, selbst wenn du es verlierst, ich kann sie dir wiedergeben. Ich nenne diese Sprache Babysprache. Ja. Naja, Von Babysprache ist Computer es jetzt auch Craft. nicht. Man muss erstmal ein bisschen mit Lua klarkommen. Aber wenn man sich einmal reingefuchst hat, kein Ding. Wenn man vorher noch nie Programmiersprachen gelernt hat oder ausgeübt hat, ist das ja schon was anderes, meine ich jetzt. Ich Doch, hab. also Lua versteht jeder. Ich bin Lua da. ist super leicht verständlich. Wie gesagt, wenn du nur halbwegs mit dem RPG Maker klarkommst und dem Eventsystem, dann wirst du ganz große An. Scheiße, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Dann wirst du ganz schnell dich in Lua reinfinden. Ja, ist ja kein Ding. Ich dürfte mich eigentlich nicht töten mit einer Diamantrüstung. Hier ist die. Feuer machte unabhängig Schaden oder nicht, egal Brüstung oder nicht. Oder Was? bin ich. Nein. Echt? Ich dachte, ich hätte da irgendwann mal was von gelesen. In der Wiki. Also ich mit Fire Resistance und so weiter nicht mehr. Okay. Ich komme mal kurz Ist. runtergeschwommen hier, Hier hat wenn ich jemand jetzt eine habe ich mein Höhle Zeug. aufgeleuchtet. Das ist wahrscheinlich deine. Diamantachse, die schlicht ablegen. Meinten kann ich dir zur Not auch wieder geben. Ja, dann lach. Ich darf jetzt nicht nochmal zurück. Das ist auch ein bisschen langweilig für die Leute. Oder für den einen Leute. Für den einen Leute. Wie Na, warum gesagt, nicht. mach doch in der Zeit einfach was anderes und ich sag dir, wenn ich ihn habe. Hoffentlich reicht das bis da unten hin. Ja, es reicht. Gut. So. Gerade wirst du mich eh nicht mehr finden. Na, du bist irgendwo rechts oben lang gelaufen. Das hier für ein riesiger Minenschacht. Ich kann nebenbei hier Zeug abbauen. Ah, ich bin bei Draches alter Base rausgekommen. Okay. Sehr gut. Vielleicht kann ich Bei das. Don Was sind Julio das? und Drache. Was sind das? Das ist Saphir, habe ich gefunden. Ah. Hier scheint irgendwo der Kingslime zu sein. Sag mal, hast du so viel Eisen, dass ich eventuell auf Eisenwerkzeug umsteigen könnte? Ja, ich habe Ah. 6000. Oh, okay. Na, dann. Ein finde ich, sollte ja erstmal für eine Weile reichen. Für ein paar Eisenspitzhacken. Da kann ich es erstmal. Mache ich mal ein paar Steinspitzhacken noch kaputt und steige nochmal auf Eisen um. Ich kann dir auch so eine Spitzhacke machen, wie ich habe. Die repariert sich auch automatisch. Oh, ich hab. Ah, nee, ich. Ich möchte mir sowas Episches eigentlich selber craften, weißt du, dass ich dann Dann kann ich halt dir so. zumindest helfen, wie man sie herstellt. So, Ja. warte, ich bin gleich bei dir. So, bin da. Hallo. 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 Ich baue hier mal schnell Zeug ab. Bop. Spitzhacke kaputt. Ach, das kann ich noch nicht abbauen. Nee, jetzt kann ich es abbauen. Ich finde es übelst praktisch, dass man angezeigt bekommt, ob man es abbauen kann oder nicht. Ich meine, das ist Aber bei dir tust du jetzt. doch. Du kriegst doch angezeigt, ob du es abbauen kannst oder nicht. Wenn Das du sage mit ich dem doch. Schiff dir eine Spitzhacke. Achso, ja. Oben in der Anzeige Ja, da. ich weiß. So, was machst du da eigentlich gerade? Ich baue ab. Okay. Ich bin lootgeil. Weißt du doch. Ich nehme alles mit, egal was es ist. Wie schäbig es auch ist, ob es Kohle ist oder ob es Cobblestone ist. Ich würde auch die ganze Welt abbauen und lagern, wenn ich das könnte. Ey, ich spiele JRPGs, das ist normal bei sowas. Wow. Naja, Obsidian. JRPGs bestehen auch nicht mehr aus Grinden. Und früher aber. Auch nicht so wirklich. Es war eigentlich bloß so eine Mittelphase. Ach, wenn ich mir Dragon Quest angucke, Die oder. bestanden aus Leveln, aber nicht aus Grinden. Zumindest keine Items grinden. Naja, EP ist eigentlich auch dann grinden. Das ist. Ach, Rubin oder sowas ist das. Hier, ich habe Looting. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist heftig. Dass ich Spitzhacken. Ah, ein bisschen auf die Lava aufpassen. Jetzt habe ich kein Wasser mehr.
Warum hast du das nicht mitgenommen, als du dich runter hast schwimmen lassen? Hab ich vergessen. Hier. Oh, ups. Werf dir mal einen Wassereimer zu. Wenn ich ihn mit hätte. Warte. Und gleich. Jojo, kein Bus. Problem. Wir haben doch Zeit. Einmal rotes Obsidian rauswerfen. Wir haben doch noch eine ja. Stunde Zeit. Colored Obsidian. Red Frequency. Warte, ich geb's dir mal eben kurz wieder. Ach Quatsch. Mein Inventar ist voll. Pass nicht mal rein. Inventar voll. Davon bin ich noch weit entfernt. Ich habe auch langsam keine Lust mehr zu suchen. Ich wollte eigentlich mein Haus fertig bauen. Wenn du auf ein Item zeigst, drück mal U. Ja, U ist Usage, das weiß ich. Dass man sich anzeigen lassen kann, wie viel man das benutzen kann. U war die Taste. Ja. Warte, ich habe hier noch ein paar Ores, die ich zwischendurch gefunden habe. Dann kannst du die haben. Gut. Aluminium, Iron, Silver, Ordershard. Hier hast du noch ein bisschen Ellorium, Kohle. Sollte erstmal reichen. Dankeschön. So, ich buddel mich da mal nach oben raus. Ich habe keinen Bock mehr in Kingsland zu suchen. Keine Ahnung, wo was sein ist denn mit deinem roten Obsidian hier? Kannst du behalten. Oder schmeiß weg. Ist mir egal. Ich lager jetzt einfach erstmal. Vielleicht kannst du irgendwann mal gebrauchen. Ich habe noch 1000. Trotzdem, ich lagere gerne Sachen, das weißt du doch. Okay. So, bevor ich jetzt hier sterbe, die Lava da erstmal wegmachen. Weil die Blubber, der ist nicht Blubber, Blubber. Also ich lebe jetzt noch ungefähr eine Stunde, dann ist erstmal Schluss für heute. Okay. Ja, ich habe ja auch schon so ewig lang eigentlich schon gestreamt, vorhin ja. Schon eine Weile. Okay. Ich habe meine Preise mit okay kommentiert. Was soll ich sonst dazu sagen? Das ist typisch Leibteil. Das richtig auch eher an, ich glaube, es hackt. Von daher. Ach so. Ja. Kann ich das wissen? Jetzt habe ich wieder so viel Cobblestone. So. Genau. Ich guck erstmal, ob ich irgendwo Gold finde. Wenn ich schon mal hier in dem Höhlensystem bin, kann ich ja mal gucken. Wie Gold habe ich eigentlich? Ja, 1000. Miner's Delight, 1000 Gold, ach du Scheiße. Miner's Delight, was sind denn das für Viecher? Ach, Biomes Opulente ist auch installiert, aha. Okay. Natürlich. Gehört ja mit zum Modpack. Was? Piraten-Smiley, mhm. Was auch immer das heißen soll. Keine Ahnung. Redstone, cool. Für mich ist das noch wertvoll. Ja, Redstone habe ich, glaube ich, das meiste von. Oh Mann, ja, 6000. Alter! Und das ist bloß das pure Redstone. Ich habe noch mal 500 Blöcke. Alter, Leute! Alter! Was denn? Ihr übertreibt ganz schön. Was heißt hier übertreiben? Was kommt halt raus, wenn du mit einer Quarry lang gehst? Brauchen tust du das niemals. Gibt es da nicht sogar eine Mod, mit der man unendlich irgendwie Zeug bohren kann? Bohren kann? Also das ist so ein Laser, der da unendlich Zeug aus dem Boden rausholt. Achso, ja, den hat Darkly. Den baue ich mir auch noch. Ach du Scheiße. What the fuck? Und ich hier einfach nicht mal einfach alles mit, weil ich es nicht hab und brauchen könnte. Wir haben dir angeboten, dass du was von uns kriegen kannst. Du wolltest nur nicht. Ja. Also beschwer dich nicht. Ich beschwer mich nicht. Kann gerade danach. Oh, nö. So, ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass du ein Portal zu uns allen hast. Yep.
Wie gesagt, das ist im ME-System halt noch. Und dann reicht das erstmal, den Rest werde ich mir dann nach und nach selber machen. Ja, das ME-System kriege ich auch sicherlich jetzt nicht mehr fertig. Jupp, kein Problem. Ich meine, das kannst du auch noch machen, während ich offline bin oder so, wenn du Lust hast. Ja. Von daher. Oh, Gold! Schön. Oh, das ist sogar genug für Goldapfel. Und für eine Uhr. Jawohl, Uhr brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Eine Uhr. Drache hat noch Leder. Eine Uhr ist eigentlich das, was ich immer als erstes mache, wenn Somnia installiert ist. Was für ein Ding? Somnia. Ey, nicht. Das ist ein Mod, die dafür sorgt, dass wenn du schläfst, wird die Welt weiter simuliert. Also, so, dass du dann halt nicht einfach nur einschläfst und mein Inventar ist voll. Nicht nur einschläfst und dann einfach so, was schmeiß ich, schmeiß mal irgendwas weg. Dirt weg. So. Gut, jetzt erstmal zurück hier. Irgendwie zurückfinden. Aber die Mod kenne ich gar nicht. Die ist cool. Da kannst du halt zum Beispiel auch, dass dann der Monster spawnen in der Nacht und da ist eine Fledermaus, hallo. Und sowas. Okay. Das kenne ich doch. Wo ist denn? Warte mal. Ach Gott. To the Moon. Es gibt sowieso ja inzwischen so verdammt viele Mods für Minecraft. Ja, ist auch gut so. Sonst wäre Minecraft tot. Teilweise. Aber beziehungsweise es würden wesentlich weniger Leute spielen. Hier sind auch ein paar Pferde, die ich töten kann. Perfekt. Burp-Esel. Wie bin ich denn hier? Ach, da bin ich runtergekommen. Da muss ich mich halt noch umbuddeln, was soll's. Da ist nicht genug Leitern, um da hochzukommen und nicht genug andere Rohstoffe, um da irgendwie hochzukommen. Da komme ich wahrscheinlich jetzt irgendwo raus. Soll ich nämlich jetzt nicht mehr großartig. Vielleicht mache ich dann doch erstmal danach Schluss. Warte wenigstens noch, bis du das Portal zu dir hast. Ja. Ja, das noch zumindest, weil meine Stimme wird auch so langsam. Bäh. Weil ich streame jetzt schon. Wie lange streame ich jetzt schon? OBS? 2,5 Stunden. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, so lange am Stück zu labern. Weil meistens nehme ich nur eine Stunde auf. Ich finde jetzt bei der neuesten. Was? Ich finde es bei den neuesten Version die Banner geil. Ja, die sind eine schöne Sache. Aber 1.8 gibt es ja leider nicht mehr als Bucket. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Du kannst eine 1.8 Banner herstellen. Mit eigenem Logo und sowas. Das ist eine sehr coole Sache. Naja. Halt eine Deko-Sache. Ja. Und da bin ich ja nicht so der Fan von. Ich und Deko. Wir sind keine guten Freunde. Lustig, ich habe ein paar Tage mit Musecraft nicht gearbeitet und habe schon wieder komplett vergessen, wie es funktioniert. Ach, schau mal, neuer Zuschauer, Morello 2008, willkommen im Stream. Ich streame jetzt aber nicht mal allzu lange. Weihnachtspaper. Ich muss mal kurz was trinken hier. Oh Gott, ich muss schon gehen. Also um diese Uhrzeit noch Leute joinen würden, das hätte ich nicht gedacht. Jo,
Wurscht.